Willkommen hier bei The Fallout 4, The Next. The Next Generation. Ich habe irgendwas, ich habe Nüsse noch nicht sehen. Schwierig zu reden. Auf der Suche nach meinen. Na, Sohnemann. Wir quatschen einfach mal jeden Jahr an. Mal gucken. Heilige Scheiße, das nenne ich meine Rüstung. Neidisch? Ich habe mehr als du. So. Könnt ihr weiter reden? Hey, versteh mich nicht falsch. Die Rüstung, hey, Matt. Die du hast, hey, ein Neuankömmling. Der hat hier eine hast du eine Aufgabe. kostenlose Zeitung. Da steht das Neueste über das Institut drin. Genau, danke. Du hast noch nie was vom Institut gehört, Lady? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Die Solltest brauchen du neue besser lesen, Körper. bevor sie dich auch erwischen. Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da. Okay. Ich glaub dir. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Vermisste Person. Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen? Ich suche nach einem Baby. Meinem Sohn. Er heißt Sean. Du hast einen Sohn, Lady? Wow, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Oh. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt's nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Hm. Er hat von nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Genau. So, danke. Danke. Denk daran, das Institut ist da drauf. Ja. Was brauchst du so. Wir schauen uns aber trotzdem kaum mal hier zu um. Glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout in kaufen an. Sollte. Steckt das da ist unter der Schnaps. Ganzen Rüstung noch ein Mensch? Ich muss auch mal Officer. Was essen. Was erwartest Hast du von du dieser denn, bitte? Siedlung gehört? Covenant. Ist echt nett da und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Ein echter Sohn. Okay, die wollen nicht mit mir reden. Ja, schön abgeschottet. Das passt ja eigentlich ganz gut. Nette Knarre hast du da. Aber lass sie stecken, klar? Hallo. Er sagt mir, ich soll meine Knarre stecken lassen, aber interessiert ihn absolut nicht. Eine Ernte, ja? Eine Ernte. Ist hier eigentlich auch mal Tag? Hier ist alles stehen. Die schlafen. Ach ja. Na gut. Dann wollen wir mal. Das war ja hier gewesen. Wir suchen meinen Sohn. Dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Hallo, Sakrotarin. Ist alles in Ordnung? Seine Krawatten. Oh, Nick. Du bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ach, das war von dir? Ich habe Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause, gesund und munter. Das ist toll. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich lass von dir hören, Spürnase. Gut. Weiter? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen.
Tut mir leid, nein, es ist wichtig. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Okay. Keine Sorge, ich... Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die da unten gibt es einen alten Vault, den sie... Okay. Ich werde ihn finden. Danke. Nick ist in Ordnung. Gut. Wir müssen erstmal einen Detektiv finden, damit der Detektiv uns helfen kann. Das war mir, glaube ich, und da war, glaube ich, das war, glaube ich, so ein Vault, der innen drin richtig schön modern war. Der war irgendwie richtig schön angenehm modern. So. Ja, aber wo ist der? So, ich muss mal gucken, wie ist denn das Zeichen von dem World Ward? Hier, so sehen die aus. Ich muss in diese Richtung. Man sieht das gar nicht hier so richtig. Das sieht man echt nicht, wenn man da... Die Karte ist so voll. Naja, mal gucken. Vielleicht bin ich ja gleich in der Nähe. Aber seit wann ist da in der Stadt ein Wort? Naja, vielleicht ist da auch keine Stadt. Ich weiß, dass jemand ein Grün drin war. Der war wirklich angenehm. Da war so eine Art Berg gebaut. Diese Wartezeit ist immer köstlich. Schau mal, da ist meine Zielscheibe. Na komm, Mensch, lieber Rechner. Bist du schon Gamer-Rechner und brauchst trotzdem zu lange. Aufgepasst! Jo, gib mir mal, was du hast. Machen wir uns auf den Weg. Ja, ich mache mich noch auf den Weg. Folge weiter dem Friedentrail. Ach du Schande. Da war ja auch so eine Mission, wo ich auf den Fußboden schauen musste, schon lange her, nach irgendwelchen Symbolen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Mission das war. Das ist wie gesagt schon 4 Jahre her, als ich das hier gezockt habe. Da kam ich aus dem Krankenhaus da schon raus. Und dann musste ich mich irgendwie ablenken, da war ich noch krank geschrieben. Und da hatte ich dann abends noch das Spiel gezockt, um einfach mal einen klaren Kopf zu bekommen. So, diese Waffe ist aber hierfür scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. So, Maschinenpistole. Okay, hallo. Wow. Sehen die alle so scheiße aus? Jetzt folgt mir was scheiße. So. Ich krieg dich. Hat er eine schusssichere Weste? Ich geh lieber mal gucken, nicht, dass hier noch einer versteckt ist. Da ist auch noch einer, komplett versteckt. Haben die durch die Strahlung ein längeres Leben? Kaufen. Nö, ich will ja nicht kaufen. So, geht das jetzt? Genau. Ja. Also ich mache mich ganz gut als Schlossknacker, muss ich sagen. Das wär's. Okay, ich habe auch noch was. Danke, dass du mir geholfen hast. So.
man das? Was? Halten wir sie aus! Schnappt sie euch! Los! So. Hat sie verloren? Na super! Komm, bleib doch mal hier. Ich möchte dich noch ausnehmen, die kleine Weihnachtsgans. Da. Immer schön ins Gesicht hier. Immer schön da rein, da. Wow, habe ich getroffen. So. Du bist da eh schon tot. Also was soll's. Du hast ja schon nicht mal eine Nase. Hast du auch noch Zähne? Schloss bestimmt nie die Zippe. Macht bestimmt alle für drei. Da wird das ganze Essen ausgestampft. Gestampft. Genau. Mann, liebe ich das Scheiße zu reden. Oh. Du kommst gar nicht mehr zum Schießen, wa? Danke dir, dass du mir ein Kompliment gibt. Meine Güte, der war ja höflich. Ah, ich wusste, hinten mal ging es ja glaube ich weiter. Na, der hält nicht sehr viel aus. Das ist eine kleine Lusche. Wahrscheinlich ein Grüner. So. Du bist nichts. Einfach nur anschauen. So. Naja. Und? Hast aber nicht gelacht. Ist aber gemein. Wort 100 hier, oder? 114, eine U-Bahn. Dann war ich in drei Worlds, einmal mein, dann einmal den und dann einmal diesen Grünanlagen-Ding. Okay. Ist denn noch jemand? Ach da! Meine Güte. Aber die leben. Also, die drinnen sind echt geschützt. Das habe ich kaum gespürt. Ich kann es noch härter. So. Jeder Schuss muss sitzen. Warte, ich bin schwanger. Ja, Schiebetür öffnen. Was ist hier noch was drin? Willkommen, wissen. Nee, ist nicht weiter wichtig. Bluttransfusion, so, das sind wir auch noch mal die Zigaretten. Aber hier ist nicht weiter. Zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen. Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Oh, ich werde dich finden. So. Schon wieder. Naja, damit rechnen. Warum baut man dann Vault in einen U-Bahn-Schacht? Weil man damit nicht rechnet. Man ist quasi richtig schön geschützt. Und, doof ist bloß mit Überflutungen sind, dann kann man nicht mal mehr raus.
Aber das Ding ist ja ziemlich, muss man sagen. Ah, der modifiziert sich gleich wieder, genau. Aber es hilft ihm ja auch nicht weiter. Die kriegen ja trotzdem Blatt. Ja, der Baseballschläger, was macht der denn aus meiner Metallrüstung? Das spüre ich noch nicht mal. So. Da. Ja, ich leg mich immer mit dem Falschen an. So. Die sind so instabil, die Körper. Dass denen sogar die Köpfe abfliegen. Okay, jetzt geht's hier runter. Das war mal echt in der U-Bahn einbaut. Das hat schon in sich. Ja, die Kleine macht jetzt Mittagsschlaf. Da ist das, da spiele ich jetzt noch eine Runde. Ich habe vorhin ja schon einiges gemacht, so dass ich jetzt mal kurz abschalten kann. Als wir Stargate-Kommando. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.